Ein Film über meine Geburtsstadt soll es werden. Ein persönlicher Film. Eine Liebeserklärung an diese herrliche Stadt. Barcelona. Ich will davon erzählen, welche besonderen Menschen ich hier im Laufe der Zeit kennengelernt, welche versteckten Orte ich abseits der Ramblas und des Gaudi-Parks gefunden habe. Ich habe mich auf meine Lieblingsparkbank auf dem Hügelchen Putxet gesetzt, mir die Stadt von oben angeschaut und nachgedacht. Was mache ich in Barcelona am liebsten? Spazieren gehen. Flanieren war mein erster Gedanke. Das kann man nirgendwo so gut wie hier. Vom Berg zum Meer und zurück. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Genau. Ein langer Spaziergang soll dieser Film werden. Es ist früh, so 7 Uhr, und ich schwöre, ich war selten so früh wach in dieser Stadt. Heute habe ich mich aufgerafft, denn ich wollte unbedingt einmal den Sonnenaufgang über Barcelona von hier oben genießen. Der beste Platz dafür ist das Café Mirablau. Ein Klassiker. Gastronomisch nichts Besonderes, aber mit einer Glasfront, die eine der schönsten Panoramasichten auf Barcelona überhaupt preisgibt. Als Kind bin ich oft in die Tram gestiegen, die vorm Café Mirablau ihre Endstation hat und von dort wieder herunterfährt. Doch manches Mal bin ich auch zu Fuß hinuntergelaufen und das mache ich immer noch gern. Ah, wie gut es riecht hier oben. Kein Smog, keine Vesperschwärme, nur die alte, von Touristen bevölkerte Tranvía Blau, die sich die Kurven hochschleppt. Ich gehe immer schneller und berausche mich an den immer schöneren, immer herrschaftlicheren Villen mit ihren Gittertoren. Sie entstanden, als den betuchteren Barcelonesen die Stadt zu eng wurde. Vor anderthalb Jahrhunderten lag diese Gegend noch jenseits der Stadtgrenzen. Nicht wenige Villen wurden als Landresidenzen errichtet, waren konzipiert als verspielte Urlaubshäuser, in denen man das Wochenende verbrachte. Heutzutage sind die allermeisten Familien längst ausgezogen und die Gebäude an Unternehmen verkauft. Entsprechend seelenlos muten die Fassaden nun an. Manel, ¿qué tal, guapo? Ob ich Bock auf einen Reis habe, fragt Manel. Na und ob, sage ich. Manels Reis, auch Paella genannt, ist stadtbekannt. Ob er noch was braucht, frage ich, der Höflichkeit halber. Eigentlich nicht, sagt er. Obwohl, jetzt, wo du mich fragst, du könntest mir einen Gefallen tun. Schau doch mal auf einem Markt, ob du Safran findest. Na klar, ist eh nur ein kleiner Umweg. Ciao.
Mein Opa stammte aus Malaga, Andalusien, und war zunächst nach Madrid gezogen. Doch in den 50er Jahren ließ er sich in Barcelona nieder und arbeitete als Journalist und Stierkampfkritiker. In San Gervasi habe ich als Kind die meiste Zeit verbracht, wenn ich in Barcelona war. Meine Eltern hatten sich hier eine Wohnung gekauft, um einen eigenen Anlaufpunkt zu haben, wenn wir nach Barcelona reisten. Ich bin ja mit größerem Abstand zu meinen Geschwistern geboren. Und früher haben meine Eltern dann auch noch mehr Zeit hier verbracht. Und wir haben eigentlich jeden Urlaub in Spanien verbracht und auch immer ein paar Tage in Barcelona. Da haben meine Großeltern ja auch noch gelebt, auch relativ in der Nähe. Und da waren wir 2-3 Mal im Jahr immer zu Besuch. Und ich bin aber schon relativ früh rüber nach Köln, weil mein Vater dort gearbeitet hat. Und dann war das schon hauptsächlich Köln. Aber Barcelona immer so der Sehnsuchtsort, ne? Also die Heulerei war immer total groß. Am letzten Ferientag war ein totales Drama, weil wir irgendwie nicht zurück wollten nach Köln. Meine Mutter hat ja auch immer Spanisch zu Hause gesprochen. Also wir haben die spanische Kultur wirklich gelebt. Geboren bin ich hier ganz in der Nähe und das ist das auf jeden Fall das Viertel meiner Familie. Die wohnen ja immer noch hier. Und auf jeden Fall Viertel der Kindheit. Also hier habe ich schon viel Zeit dann verbracht. Und es kommen auf jeden Fall eine Menge Kindheitserinnerungen hoch, wenn ich hier die Straßen lang gehe. Weil ich kenne das hier alles in- und auswendig. Und ich liebe auch hier diese steilen Straßen. Da sind wir dann früher mal lang gepäst. Also genau, das ist innerhalb von Barcelona auf jeden Fall Heimat. Zu Hause fühle ich mich gleichermaßen hier wie in Deutschland, mittlerweile in Berlin, muss man sagen. Köln ist sicherlich natürlich auch noch Heimat. Und ich habe hier ohne Ende Cousinen, Cousins, Onkels, Tanten. Das heißt, so oft es geht, haue ich ab und versuche hier Zeit zu verbringen. Das ist schon schön hier. Unsere Wohnung lag ganz in der Nähe des Parque El Putxet, dem für mich schönsten Park. Auch hier hat man einen herrlichen Rundblick über die Stadt, der aber den meisten Touristen verborgen bleibt, weil San Gervasi auf den normalen Routen nicht dabei ist. Es ist halt ein kleines, unaufgeregtes Wohnviertel mit friedlich-hügeligen Straßen. Manchmal finde ich sogar, dass der Blick vom Park aus schöner ist als vom Tibidabo. In jedem Fall ist es hier grüner, schattiger, frischer, weil es Bougainvilles, Rosen, Palmen und Pinien gibt. Die Plaza Lesseps ist schon seit Ewigkeiten ein städtebauliches Desaster. Vor allem, seit der Platz von Grund auf renoviert wurde. Jetzt will sich die Nachbarschaft nicht recht mit der radikalen Architektur von Alberto Villaplana anfreunden. Zu monströs sind die modernen Laternen und die Skulpturen, die er auf dem Platz hinterlassen hat. Sie sehen aus, als hätte er ein Stück Hafen in die Stadt verlagert. Villaplana wollte mit riesigem Streben einen 28 Meter hohen Wasserkanal darstellen, den Suezkanal, den Ferdinand de Lesseps gebaut hatte. Bei solchen Ideen frage ich mich immer, woher die Leute bloß die Zeit nehmen sollen, um so intensiv um die Ecke zu denken. Nicht, dass man Lesseps nicht ehren sollte, aber die heutigen Nachbarn beschweren sich zu Recht über den Anblick des nach ihm benannten Platzes. Schließlich war ihnen etwas anderes versprochen worden. Mehr Grün zum Beispiel, wie früher, als man sich hier noch auf schattigen Bänken ausruhen konnte. Und nicht dieser ganze Stahl, der nur notdürftig mit ein bisschen Holz verkleidet wurde. Heute eilt man, wie auch ich, besser gleich weiter und ist im Nu in dem Viertel mit den lauschigsten Plätzchen angelangt. Gracias. Thank you.
Also wir sind jetzt mitten in Gracia. Das ist eigentlich, ja, mein Lieblingsviertel, muss man sagen. Und das ist sehr katalanisch geprägt, hat eine sehr starke eigene Identität und war eigentlich auch mal eine eigene kleine Stadt für sich. Und man sagte dann, man geht von hier aus nach Barcelona, als die Stadt das noch nicht aufgefressen hatte. Barcelona ist ja dann gewachsen und irgendwann war dann Gracia Teil von der Stadt. Da, wo wir eben waren auf dem Platz, dieses blaue Haus, was wir gesehen haben, das ist das alte Rathaus noch von Gracia, ne? Und man merkt es, die Architektur ist anders, die Straßen sind schmaler, die Häuschen sind kleiner, sehr links, sehr junges Viertel und mit einer sehr starken katalanischen Identität. Und die Unabhängigkeitsbewegung ist sowieso ziemlich groß geworden in den letzten Jahren, ne? Auch wegen der Krise. Und das sieht man an der Vielzahl dieser Fahnen, die man überall in den Balkons sieht, ne? Also die katalanische Fahne, auch das Kreuz für Barcelona, dieses weiß-rote. Und das ist ein Viertel, das, wie ich finde, noch sehr authentisch ist. Natürlich sind auch hier Touristen, aber die meisten Leute sind schon noch von hier. Das merkt man. Und hier wird auch viel katalanisch gesprochen. Selbst wenn ich dann auf Spanisch antworte, reden die Leute trotzdem auf katalanisch weiter, ne? Gracia liegt ganz am Ende des Passeig de Gracia, einer der Prachtstraßen Barcelonas. Ich liebe die breiten Bordsteine und die imposanten Gebäude. Dort liegen auch zwei von Antoni Gaudís bekanntesten Bauten, die Pedrera und die Casa Batlló. Nicht weit von hier entfernt, im Stadtteil Eixample, findet man Gaudís Meisterwerk und das bekannteste Wahrzeichen Barcelonas, die Sagrada Familia. '82 wurde mit dem Bau der Basilika begonnen, bis heute ist sie unvollendet. Der tiefreligiöse Architekt betrachtete die Natur als seine größte Lehrmeisterin. Das wie ein Blätterdach anmutende Gewölbe wird von Säulen getragen, die an gigantische Baumstämme erinnern. Zum 100. Todestag von Antoni Gaudí soll die Basilika vollendet sein. Die kleinen, engen Sträßchen von Gracia kenne ich mittlerweile in- und auswendig. Immerhin habe ich hier 4 Monate gewohnt, als ich vor ein paar Jahren den Film Salvador gedreht habe. Ich arbeitete in dieser Stadt, fand neue Freunde und durfte dann auch noch einen katalanischen Volkshelden verkörpern, nämlich den von Franco zum Tode verurteilten jungen Anarchisten Salvador Puig Antich, der schließlich auf grausame Weise getötet wurde. Wir wollten alles ändern. Die alte Welt zerstören und eine neue Gesellschaft aufbauen. Ohne Klassen, wirklich frei. Aber wir wussten, dass man allein mit Worten nichts erreicht. Ehrlich gesagt habe ich es am Anfang abgesagt, weil ich es mir nicht zugetraut habe. Das war also die erste große Arbeit, die ich gemacht habe in Spanien. Und ich dachte so, als erste Filmrolle ist mir das zu heftig. Weil ich mich dann trotzdem doch wie einer gefühlt habe, der von draußen kommt. Ne? Ich fühle mich ja mit hier verwurzelt, aber ich habe hier die meiste Zeit meines Lebens halt in Deutschland gelebt und ich dachte, so eine Identifikationsfigur für die und mit so einer Tragweite und einer historischen Relevanz, dachte ich mir, oh, ich traue mir das nicht zu. Kennen Sie Salvador Puig? Sie wussten jetzt, wer wir sind und waren uns auf den Fersen. Aber wir konnten entkommen. Das war dann so mein Start hier in Spanien. Und ich werde jetzt noch häufig darauf angesprochen, auch in Gracia gerade, weil dieser Salvador den Leuten sehr, sehr wichtig war hier in Barcelona. Ein Polizist ist tot. Wir reden mit der Kirche, mit den Parteien, den Gewerkschaften. Die brauchen einen Sündenbock und den haben sie jetzt. Erwarte nichts Gutes. Und ich? Die Todesstrafe? Ja,
Ich will am Leben bleiben. Verstehst du? Und zum Glück habe ich das gemacht. Das war eine lange Vorbereitungszeit und ehrlich gesagt, in der Zeit ist dann wieder vollends die Liebe entfacht für Barcelona. Und danach war mir klar, dass ich eigentlich hier auch mal zumindest zum Teil leben möchte. Das ist durch diesen Film entstanden. Solange es Leben gibt, gibt es Hoffnung. Es ist für mich echt unerschöpflich. Es gibt noch so viele Geschichten, die ich gerne erzählen wollen würde oder die mich faszinieren. Natürlich auch im Filmbereich träumt man natürlich auch von sowas wie Regie führen vielleicht irgendwann. Aber auch als Darsteller werde ich da, glaube ich, noch lange, lange motiviert sein. Perfecto. Gracias. Leo, hasta luego. Igualmente. Regisseur des Films war Manuel Huerga, mein Freund Manel, für den ich mich auf dem Abacería-Markt nun aber wirklich auf die Suche nach Safran mache. Hola, ¿qué tal? Hola. Mira, necesito para un arroz azafrán. Azafrán, sí, muy no sé bueno. Bueno, tú me dirás, ¿eh? Mira, yo tengo azafrán, que además es español, sí. Es un azafrán muy bueno. Ya sabes que, mira, puedes olerlo. Uh-huh. Wow, es intenso. Este, ¿no? Sí. El que sí, necesitas. Es este, sí. Muy bien. Y será suficiente, ¿no? Sí. ¿Para ¿no? qué lo quieres? Una paella para grande, una paella. Pero bueno, sí. Vale, sí. Pues sí, 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 tienes suficiente, sí. Perfecto. Sí, a veces se utiliza la mitad, esto es un gramo de azafrán, sí. O sea que tienes suficiente. Vale. ¿Cómo sí, ¿no? Sí, sí, también tienes. Genial. Azafrán. Muchas gracias. Gracias. Chao, hasta luego, hasta la próxima. Etwas hat hier so viel Tradition wie der Vermut zur Mittagszeit. Ich habe es im Laufe der Jahre sehr zu schätzen gelernt, in kleinen Lokalen, die mit großen Fässern vollgestellt sind, zu dem Gläschen Aperitif noch eine Kleinigkeit zum Naschen zu bestellen. Zum Beispiel die köstlichen frittierten Sardinen in der Plata, einer meiner Lieblings-Vermut-Kneipen in der Calle Mercé. Pero 70 años de unido, ¿eh? 70 años desde que estamos aquí. Sí. Yo voy a cumplir 62 en junio. Y bueno, cuando mis padres lo abrieron, pues yo no había nacido todavía, sí. Claro. En el 45, yo nací en el 54. Y ellos, pues desde el 45 que empezaron y hasta ahora. Y Pepe lleva ya con nosotros... 43, wow. Sí, su padre me adoptó de pequeño. Sí. Y aquí me quedé. No me adoptó, pero yo digo adoptado, ¿eh? Y además el vermut ahora se ha puesto de moda, hay sí, épocas mucho. También. Pero muchos son los sí, típicos, ¿no? Que sí, sí que hay muy buenos, ¿no? Sí, pero sí, aquí, sí, recuerdo que aquí siempre flipo con el... Y después nosotros, ¿qué hacemos? Lo servimos tal como viene, frío. Buenísimo. Nada más, ni buenísimo. Hielo, ni limón, sí. Para que no perder el aroma el que tiene. Sí. Y la zona típica es, ¿no? Es por ahí, por Tarragona o por Reus. El o por, ¿no? que más fama tiene de vermut es Izaguirre, sí. Es de Reus. Es de, sí. Y el Miró, que son ah, muy sí. fuertes los sí, dos, sí, el sí, Izaguirre sí. Y el Miró. Pero hoy día el vermú en Cataluña pega un subidón muy bueno. Sí, 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 está muy de moda otra vez la hora del vermú, sí, los domingos sí, ir a sí. tomar el vermú. Años atrás estuvo apagado, sí, pero ahora pega pero ha vuelto, muy, ¿no? Muy, la juventud de ahora bebe mucho vermú. Sí, uh-huh. Sí, sí, uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, pues, salud. Salud. Sí, encantado. Y me alegro mucho, ¿eh? Hasta la próxima. Muchas gracias.
Der Montjuïc ist der Hausberg der Barcelonesen. Wer sich einen Fußmarsch ersparen will, der nimmt am besten die Hafenseilbahn und genießt die atemberaubende Panoramasicht auf Barcelona. Auf dem Berg steht eine gigantische, einst strategisch wichtige Militärburg, das Castell de Montjuïc, das zu Zeiten der Franco-Diktatur als Gefängnis für politische Gefangene berüchtigt war. Als vor wenigen Jahren das spanische Verteidigungsministerium das Castell an die Stadt zurückgab, feierten die Katalanen diesen historischen Moment wie eine friedliche Eroberung. Die schönste Seite des Berges ist mit einer Jahreszahl verbunden, die in die Zeit vor dem Spanischen Bürgerkrieg weist, 1929. In jenem Jahr fand am Montjuïc die Weltausstellung statt, die ein ziemlich verschwenderisches Unternehmen gewesen sein muss. Jedenfalls investierte Barcelona über 20 Millionen US-Dollar, die vor allem für die schicken Pavillons draufgingen. Einige davon sind gleich nach der Ausstellung wieder unter den Bagger gekommen, aber die prunkvollsten kann man heute noch besichtigen. Auch das Olympiastadion wurde zu Zeiten der Weltausstellung gebaut. Für die Olympischen Spiele 1992 musste es gewissermaßen bloß modernisiert werden. Hoch oben auf dem Berg thront der Nationalpalast, der heutzutage das katalanische Nationalmuseum beheimatet. Eine wunderbare Ausstellungshalle mit wirklich tollen Exponaten. Und dann gibt es diesen riesigen Friedhof, der ehrlich gesagt aber auch interessant ist zu besuchen. Da liegt auch meine Oma begraben. Und da gibt es zum Teil irre Ecken. Also ich kann mich auch an ein Grabmal von einem Gitano, von einem Gypsy erinnern. Da ist so eine Statue von ihm, da steht er da mit Kippen. Aber alles so aus Marmor. Alles in Stein gemeißelt. Also das ist schon ein ungewöhnlicher Friedhof. Also wer sich für Friedhöfe interessiert, kann den besuchen. Der ist speziell. Stadt schon sehr. Die Stadt ist wahnsinnig schön. Jedes Viertel sieht ein bisschen anders aus, hat seinen ganz eigenen Charakter. Du kannst alles fußläufig auch gut erreichen. Ich finde die Größe ideal von Barcelona. Es ist eine kleine Großstadt oder eine große Kleinstadt, wie man es nimmt, und ist ja auch eingequetscht zwischen Bergen und Meer. Allein das ist aber auch einfach großartig, ne? Und wenn man ein bisschen älter ist, wäre das schon die richtige Adresse für mich, glaube ich schon.
Pasa. Hey. ¿De buen viaje? Sí. Te he traído el azafrán, ¿eh? Le pondré un poquito solo para que no. Chin, chin. Bueno, ¿qué quieres tomar? ¿Una paella? Te hago una paella, bueno, así, paella, en un minuto, perfecto, ¿no? Un mira, minuto. Te he traído el azafrán. ¿Qué me dices? Que ya sé que te encanta, ¿no? Bueno, el azafrán, es que una paella sin azafrán es como un jardín sin flores. Exactamente. ¿No? Es como, bueno, pues gracias. Pero pongo muy poco, casi. Poquito, ¿no? Muy, nada, muy, con un pelín. O sea, sí. La paella, sabes que tradicionalmente se hace los jueves. ¿Los jueves? En España. O sea, ¿y los jueves es el día de paella? Sí. De arroz, bueno, por lo menos arroz. ¿Y por qué el jueves? Porque es un día que se aprovechan restos, es decir, la paella se hace con restos de cosas, no sé qué, ¿no? Y el viernes día y de pescado. Y justo ¿no? Tú un jueves siempre encontrarás paellas en toda Barcelona. Sí. Ahí la tradición, ¿no? Ajá. ¿Sí? Ich bin ausgesprochen gern bei Manel zu Gast. Nicht nur dann, wenn er zu Paella gelagen lädt, sondern auch sonst. Seine Wohnung wäre ja für sich schon bemerkenswert genug. Doch über ihr thront auch noch die spektakulärste Dachterrasse, die ich in Barcelona je gesehen habe. Ein 360-Grad-Blick, dem kein Gebäude der Stadt entgeht. Me encanta el marco. Este detalle me encanta. Pero bueno, Barcelona se conserva como una joya. Bueno, es una joya. Sobre todo viéndola desde aquí. Pero es una joya porque tiene una escala humana. No, sí. no es París, no es Londres, sí. no es una ciudad sí. que no te la acabas. Sí. ¿No? Hay una cosa que es que cuando los visitantes, los turistas vienen, es una ciudad que te la puedes casi ver en 3 o 4 días. Sí. Sí, sí. Mientras que si tú vas a París no te la acabas, ¿no? Sí, necesitas ir un mes, ¿no? Y eso que es muy, muy paseable, ¿no? Es claro. Una ciudad que no tiene grandes distancias, ¿no? Etcétera. En sí solo puede alargarse, ahí. ¿No? En, exacto. Pero sí, no, aquí hay mar, está el límite. Y montaña, sí. ¿no? Entonces sí, sí. solo se puede alargar así, que es sí. lo que está haciendo, evidentemente, ¿no? Me he hecho independentista ya desde hace unos años, ¿no? Antes no lo era. Bueno, era catalanista y nacionalista, como si dijéramos, sí. pero no pensaba mucho en la independencia, ¿no? Sí. Y con estos partidos, con esta gente que son hijos y nietos de Franco, ¿no? O sea, de sus familias, de sus ministros, de todos los poderes. ¿Y si hubiese un referéndum, tú qué crees? Si hubiese un referéndum, yo creo que ganaría la independencia. No por mucho más, pero ganaría la independencia. Sí, porque yo creo que la cultura esta de la posición independentista, que es relativamente nueva, nueva a nivel masivo, ¿eh? O sea, siempre ha habido independentistas, pero eran muy pocos. Sí. Pero a lo largo de estos años, con el Partido Popular y no sé qué, el independentismo ha ido creciendo, porque siempre se ha dicho que el PP es la mejor fábrica de independentistas, ¿no? Porque cada vez que abren la boca contra Cataluña, nacen nuevos independentistas, ¿no? Pues hay otros que siguen yendo del remolque de Madrid y de las consignas de Madrid y del unionismo, ¿no? Pues el problema ahora es unionistas contra independentistas, ¿no?
Gespräche unter Freunden mögen sich bisweilen um die aktuelle Politik drehen, doch kein Thema beschäftigt uns in Barcelona so sehr wie der Fußball. Fan ist man von wenigen Dingen ein Leben lang. Mein Musikgeschmack zum Beispiel hat sich oft verändert. Und nur von sehr wenigen Bands weiß ich, dass ich sie noch in 20 Jahren hören werde. Mit der Literatur und dem Film geht es mir ähnlich. Doch was sich nicht mehr ändern wird, ist meine Begeisterung für den FC Barcelona. Ich bin da auch schon vor dem Spiel ganz aufgeregt, also wie so ein 12-Jähriger. Ne? Ich kann dann die Nacht vorher auch manchmal nicht pennen und bin sehr emotional dabei, kann mich wunderbar aufregen. Da ist das Spanische und das Katalanische auch wie gemacht dafür. Das sind die besten Schimpfwörter, die wir haben. Da kann man auch richtig dann loslegen, wenn einem danach ist. Ja, aber das, das muss man schon voll leben. Ne? Das wäre jetzt mit der Handbremse, das wär ja langweilig. Mein Opa war ja leider, stand auf der anderen Seite. Vor dem musste ich immer so tun, als wäre ich Madrid-Fan. Das war nicht einfach, das glaubwürdig zu vermitteln. Weil wenn man Fan von Barcelona ist, ist es sehr schwer, ein gutes Wort über Real Madrid zu verlieren. Und der Rest der Familie war aber total Barca-infiziert. Was da für eine Geschichte hintersteckt. Der FC Barcelona steht auch für so viel Schönes in diesem Sport. Vor allen Dingen verbunden mit einer Person, die leider vor kurzem gestorben ist, Johan Cruyff. Dass ich allein auch deshalb total froh bin, dass ich Fan dieses Vereins bin. Ich kann mir gar nicht eine Zeit ohne Messi vorstellen. Ich meine, der hat ja auch noch einige Zeit vor sich. Aber klar, die Jungs hören dann irgendwann auf. Aber das wird ein bitterer Tag, wenn Messi irgendwann die Schuhe an den Nagel hängt. Das wird bitter. In vielen Städten Frankreichs und Italiens hat es mir oft so gut gefallen, dass ich tagträumte, wie es wohl wäre, dort zu wohnen. Orte, die einen in ihrer Schönheit und Lieblichkeit erschlagen. Aber jedes Mal musste ich feststellen, dass mir die Nacht fehlen würde. Ich brauche Läden, aus denen Gesang zu hören ist oder lautes Geplapper. Licht, Paare, die sich mit roten Wangen ineinander verkeilen. Müde Kinder mit tonnenschweren Liedern, die an den Rockzipfeln der Mütter ziehen, weil sie endlich nach Hause wollen. Ich brauche La Noche. An keinem anderen Ort wird so spät gegessen, sind die Kinder so lange wach. Die Nachtclubs füllen sich erst um 3 in der Früh. Denn meist dauern die abendlichen Mahlzeiten, ob zu Hause oder in Restaurants, bis Mitternacht. Danach gibt es die Sobremesa, das ausgedehnte Gespräch danach mit seinen Cafés und Absackern, das sehr lange dauern und diejenigen, die auf einen freien Tisch warten, in den Wahnsinn treiben kann. Im Anschluss daran begibt man sich gerne noch in eine Bar oder erst hinterher, so gegen 2 Uhr morgens, heimwärts, es sei denn, man will noch das Tanzbein schwingen.
Ich kann es kaum glauben, aber trotz der Riesenpaella bei Manel verspüre ich doch tatsächlich wieder Hunger. Und deshalb muss ich unbedingt noch einen Abstecher ins La Pepita machen, denn dort ist das Tapas-Paradies Barcelonas. Bei Sergio und Sofia. Also zu Zeiten, als meine Eltern sich kennengelernt haben, wurde meiner Mutter gesagt, du gehst nicht ans Meer. Ne? Das war eine richtig verruchte, gefährliche Gegend. Ne? Das Meer wurde ewig nicht erschlossen. Und die Leute, die was auf sich hielten, wohnten immer in der Zona Alta oder wohnen in der Zona Alta, also in der höher gelegeneren, weil das dann so das Bürgerliche ist. Und unten war das alles ziemlich kriminell und gefährlich. Und ja, auch dieses Viertel verändert sich. Ne? Es ist noch zu erleben, es gibt die Ecken noch, aber auch da versucht man natürlich irgendwie, versucht die Stadt oder bestimmte Leute, Investoren, das zu verändern. Und da schwindet dann auch so langsam aber schleichend die Patina. Aber sie ist noch da. Im Raval haben schon immer Huren die Straßenecken gesäumt oder vor kleinen Kabuffs auf Kundschaft gewartet. Die allerwenigsten gingen ihrem Beruf freiwillig nach. Kriminelle und Paradiesvögel leben und sterben hier immer noch nebeneinander. Das Raval in Barcelona ist ein authentischer Ort. Einer dieser Flecken, wo man förmlich riecht, dass ein Hafen nicht weit entfernt sein kann. Mit Ecken voller sprödem Charme. Ohne das Raval wäre die Stadt ihrer Düsterkeit beraubt, der Gefahr, der Schauergeschichten und Legenden. Man würde Barcelonas Seele zerstören. Richtig spannend ist das Raval bei Dunkelheit. Dort habe ich das Nachtleben entdeckt. Dort habe ich für mich entschieden, wie weit ich mich von meiner Neugierde treiben lasse und was ich getrost auslassen kann, ohne es versucht zu haben. Das Viertel lädt dazu ein, Verbotenes zu probieren, Risiken einzugehen, sich Ängsten zu stellen. Es verführt und lockt in Fallen. In Süße und Bittere. Wenn ich etwas liebe, dann den melancholischen Glückszustand, in dem ich das letzte Lokal verlasse.
Ich bin traurig darüber, dass man einen einzigartigen Tag nicht für immer festhalten kann, dass er sich nicht wiederholen lässt und man irgendwann sogar wichtige Einzelheiten vergisst und überhaupt, dass nichts so bleibt, wie es ist. Gleichzeitig bin ich glücklich darüber, dass es so ist. Ich bin froh, die Freunde zu haben, die ich habe. Ich bin froh, diese Stadt als Freundin zu haben, die wie alle schönen Frauen kompliziert und ein wenig eingebildet ist, aber auch sympathisch und herzlich. Ich habe einen genialen Entschluss gefasst. Ich werde diesen magischen Tag nicht einfach in meinem Bett abschließen, sondern mit einem Spaziergang am Meer. Vielleicht werde ich noch ein wenig am Strand dösen, bevor ich heimfahre. Das ist konsequent. Man muss schöne Dinge auch würdevoll abschließen. Alles andere wäre eine Beleidigung. Eine Beleidigung dir gegenüber, Barcelona, die du mich heute aufs Feinste verwöhnt hast. Ich werde dich immer lieben, Barcelona. Scheißegal, was die anderen sagen. Die Madrilenen, die sich über deine Provinzialität lustig machen und sagen, dass du nachts ein eingeschlafener Fuß bist. Die Pariser und Mailänder, die Nase rümpfen, weil du angeblich nicht schick genug bist. Die immer coolen Londoner und Berliner, die sagen, dass du passé bist, nicht mehr en vogue. Dass es sich ausdesignt hat, dass deine Attraktivität nur noch von den 90ern zehrt, als du noch in schrillen Farben geleuchtet hast, die jetzt angeblich verblasst sind. Lass die Idioten doch reden. Fins ara. Auf bald, Barcelona.